Hallo liebe Freunde, noch ein neuer Tag, noch ein neues Video. Heute haben wir ein anderes Exemplar. Sie sehen hier meinen Kaffee. Das trinke ich immer, während ich die Videos drehe. Und heute für Sie habe ich Calathea Burley Maxi. Aber sehen wir vielleicht ein Blatt etwas näher. Na. Wird schon. Nein, sowas sehen Sie. Das, ich denke, das Beste, die man jetzt vergrößern kann. Heutiges Thema werde Genetik sein und dafür habe ich die Burley Maxi vorbereitet, um Ihnen etwas über die Genetik von den Pflanzen zu erzählen, beziehungsweise wann Sie irgendwelche Calathea oder die Pflanze gesehen haben und Sie möchten sie unbedingt haben, dann müssen Sie auf jeden Fall auf den Genetik achten, beziehungsweise Sie müssen wissen, wo kaufen Sie Ihre Pflanze, ja? Und was ich bis jetzt so an Erfahrung gesammelt habe, am besten hatte ich, die beste Calatheas habe ich von den Holländern besorgt, sag mal so. Alles andere, was ich privat von jemandem über die Inserate gekauft habe, hatten die schlechte Genetik, beziehungsweise die waren nicht so von diesen Qualität, die man normalerweise von der Calathea kennt. Und ich würde Ihnen jetzt kurz das zeigen, diese Genetik. Sie sehen, sie hat Gott sei Dank sehr viele Blätter. Das ist dann noch einer. Aber diese Pflanze hat sich als sehr schwierig erwiesen. Sie hat sehr lange, sicher ungefähr ein Jahr gebraucht, bis sie irgendwie nach vorne gegangen ist. Das war wirklich, ich habe sowas mit Calatheas noch bis jetzt nicht gehabt. Aber sie war total träge. Die Blätter kommen nicht ein. Die Blätter sind sowieso, vielleicht können wir das sehen, die Top sind urklein. Ich habe nicht gedacht, dass die Blätter so klein sind. Ich habe mir gedacht, die schießen schon nach oben, aber in diesem Fall eher nicht. Deswegen ist es wichtig, wenn Sie eine Pflanze anschaffen wollen, genau auf Qualität zu achten. Weil wenn Sie eine qualitative Pflanze kaufen, Sie werden weniger Probleme mit ihr haben und Sie werden eine gesunde Pflanze haben. Jetzt, zum Beispiel handelt es sich um einen Privatverkauf. Jetzt, Sie wissen nicht, was die Vorbesitzer mit ihr gemacht ist oder wie schaut jetzt die Mutterpflanze, weil das ist auch keine Mutterpflanze, das war auch ein Baby von der Mutterpflanze, natürlich. Wir wissen nicht, wie die Mutterpflanze ausgeschaut ist. Und wenn die Mutterpflanze von meiner schlechten Qualität ist, dann werden natürlich die Nachwuchs auch nicht besser. Ja, heute habe ich irgendwie Probleme mit der Deutsch. Ich entschuldige mich dafür. Ich habe ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte gestern so irgendwelche Kopfschmerzen oder ist das Wetterumschwung oder ich weiß es wirklich nicht. Und dann heute bin ich vielleicht nicht zu 100% da, beziehungsweise ich bin da, aber da tue ich mich beim Reden etwas schwieriger. Das ist dieses kleinste Exemplar. Sehen Sie, da hier sind die in der Mitte noch ganz dunkel und die ältere Blatt wird dann, sehen Sie, ganz irgendwie weiß. Und jetzt, ich habe mich mit dieser Pflanze sehr viel beschäftigt, sage ich noch einmal. Sie hat mir so viel Kopfschmerzen gegeben. Ich habe alles Mögliche versucht, um zum Topfen, abzutrocknen, Blatt zu wechseln, aber nichts davon hat geholfen. Einzige, was geholfen hat, ist, dass ich diese Pflanze, diese Burley Maxi, genau gesagt, über ganzes Jahr bzw. ganze Sommer über auf dem Balkon draußen gehalten habe. Und das hat ihr einfach gut getan
Und sie hat mir so vieles, wie wir vielleicht sehen können, noch eine Sekunde, dass ich das besser greifen kann, so viele neue Blätter gegeben. Und irgendwie hat, das ist das zweite Jahr, und jetzt wir sehen, dass sie sich die Pflanze erholt hat. Na, schauen Sie, das ist das, was ich immer in meinen Videos zeige. Das bedeutet was? Zuerst, sagen wir, eine ärztliche Untersuchung unternehmen wir gerade. Das ist eine Wurzel, sehen wir, sie ist rausgesprungen aus dem Topf. Welche Farbe hat sie? Da, okay, ein bisschen vielleicht hier, nein, so, so ist besserer Kontrast. Farbe weiß bedeutet, die Pflanze ist gesund, die Wurzeln sind gesund. Was bedeutet das noch? Bedeutet das, dass sie einen größeren Topf braucht? Ja, aber das Winter ist, dass wir sie nicht bekommen. Aber sehen Sie, eine ganz kurze 2-3 Sekunden Untersuchung und Sie wissen jetzt, was in den Topf drinnen los ist. Ja? Die Wurzel sind weiß, sie spreißen raus. Es bedeutet, die Pflanze geht gut, sie ist in Ordnung. Irgendwie sind mir einige Blätter so ganz blass, weiß ich nicht, wieso die unteren sind, wie man sehen, eher grün. Und dann merken Sie jetzt diesen Unterschied, die oberen Blätter sind ganz blass. Ich weiß nicht, was das Grund ist, aber ist das Licht oder irgendwas ist, aber auf jeden Fall, das sind wieder neue Blätter, sehen Sie, ganz neue Blätter, das bedeutet, alles ist in Ordnung. Noch einmal zurück zum Genetik. Auf jeden Fall rate ich beim Anschaffung oder Überlegung eine Anschaffung, auf jeden Fall eine holländische Shop online aufzusuchen, und Sie bekommen die beste, sagen wir sogar Bioqualität von der Calatheas, und da sind Sie wirklich Profi. Beim anderen österreichischen und deutschen Anbieter kann man auch gute Qualität erwerben. Aber da besteht auch ein Risiko betreffend Verpackung. Die Verpackung ist schlecht, jetzt ist der Winter, die Calathea überlebt nicht, wird vielleicht vorher gegossen und dann ist während dem Transport sehr kalt, und dann, das sind schon, sag mal, negative Voraussetzungen, um eine gesunde Pflanze zu haben. So kann ich noch einmal sagen, auf jeden Fall schauen Sie sich nach einem guten Anbieter, und ich würde von dem privaten Verkauf abraten, wenn man kennt nicht die Mutterpflanze. Und die, was Sie bekommen über Online-Shop oder von den holländischen Shops, sind alle Mutterpflanze. Ja. Aber sehen Sie die kleinen Exemplare. Ich habe das auch versucht, sie zu teilen, um mehr zu bekommen. Und ich habe mir gedacht, die wird etwas größer. Aber das sehen Sie, die Blätter, das alles ist wirklich mickrig. Ich weiß es nicht. Soll sie diese Pflanze so klein sein? Kompakt, aber sehr klein. Mit kleineren Blättern. Na, schauen Sie, na, da haben wir es. Da haben wir es wieder. Na, sehen Sie. Das ist das, was ich immer in meinen Videos rate, dass Sie immer, wenn Sie vorbeigehen oder Zeit, bis Sie ein paar Minuten haben oder so wie ich einen Kaffee trinken, sich immer die Pflanzen bzw. die Töpfe vom unten anzuschauen. Und ich brauche jetzt nicht was Feuchtigkeit hier messen, keine Ahnung, mir was da tun. Ich drehe nur einfach die Topf um und sage, aha, die gleiche Problem. Sie will eine größere Topf. Und auf jeden Fall, die Wurzel ist weiß, und das bedeutet, meine Pflanze ist gesund, obwohl sie mit einigen, sehen Sie, das ist das dieselbe Problematik, so wie beim Calathea crocata, die Blatt kommt raus, dann trocknet sie die Spitze, dann fällt das ab und die Blatt ist praktisch beschädigt. Aber sie hat, da ist ein ganz... sehen wir, ganz trockener, aber die, wie ich denke, waren wegen der Feuchtigkeit. Obwohl sie ganz trocken war, ich habe sie austrocknen lassen.
Okay, jetzt sehen wir die ganz neuen Blätter, so wie bei diesem größeren Exemplar. Sie sind ganz blass und dann im Laufe der Zeit werden sie dann immer grüner und grüner. Und wir sehen, dass die Farbe ungefähr. So, na, das ist eine schöne Vergrößerung. Schauen Sie sich das an, wie sie glänzt. Na, diese Venen, wirklich wunderbar. Auf jeden Fall, die Farbe stimmt, das bedeutet, die Pflanze geht es gut. Noch einmal, ich wiederhole es noch einmal wirklich, ich kann es nicht, die Calotheas können etwas teuer sein, das weiß ich. Man versucht sie natürlich billiger zu erwerben, aber beim Pflanzen speziell sollte man eher auf die Seite von Qualität stehen, beziehungsweise Qualität geht vor Preis. Weil sie können nicht, es ist schwer, eine schlechte Genetik zu erziehen, verstehen Sie? Wenn die vom Genetik aus die Pflanze schon schlecht ist, egal ob sie, wenn sie sie gratis bekommen, das nützt auch wieder nicht. Sie haben nur Stress, die Pflanze wird nicht. Es tut sie einfach nicht und sie stirbt ihnen am Ende, obwohl sie vielleicht das billiger bekommen haben, aber trotzdem, sie verlieren ihr Geld auf jeden Fall. Naja, das werde über Burley Max. Ich weiß nicht, welche Sie Erfahrung haben. Ich habe diese leider eine schlechtere Erfahrung mit ihr gesammelt. Ich habe auf jeden Fall gedacht, sie ist etwas größer, die Blätter sind größer, die wächst bzw. etwas höher und die Blätter sind größer, aber das ist auf jeden Fall nicht den Fall. Ja, und die Genetik war wirklich schlecht. Die Pflanze hat jetzt ungefähr ein ganzes Jahr gebraucht, bis sie sich erholt hat und angefangen hat, Blätter zu produzieren. Noch einmal, immer abheben, untersuchen. Naja, da ist die Würze, alles ist in Ordnung und das war's. So viel heute über Genetik. Wenn Sie irgendwelche noch extra Fragen haben oder irgendwelche Kritik oder egal was, können Sie ruhig in die Kommentare schreiben. Ich werde nicht böse. Ich versuche, mein tägliches Leben hier mit meinen Pflanzen innen zu zeigen, ungeschminkte Wahrheit, wie man das sagt, wie das mit allen positiven, negativen Seiten, mit alles, was ich Ihnen Gutes zeigen kann, und ich habe paar auch schlechteren Pflanzen, die ich Ihnen zeigen kann. Und das finde ich, das hilft enorm, statt ständig nur die schönsten Pflanzen zu zeigen. Ich werde nach diesem Video auch einen kleinen Bonus hochladen. Würde noch einmal zeigen, wie man die Pflanzen gießt oder wie man sie austrocknen lässt, beziehungsweise wie lange man sie austrocknen lassen kann. Und schauen wir noch einmal da. Okay, am Wasser ist da nichts, aber wirklich, der Würze ist schon. Sehen Sie, meine Drainagekugelchen kosten überhaupt nicht so viel, ein paar Euro, und Sie können sie immer wieder benutzen, auch beim Umtopfen, auf die Seite legen und wieder für den neuen Topf benutzen. So viel über Genetik, bitte noch einmal, ich weiß, ich habe schon 20 Mal das Gleiche gesagt, aber bitte auf Genetik achten, beziehungsweise sie können nicht achten, weil sie nicht wissen, sie sehen nur die Bilder, sie wissen jetzt nicht genau, was sie bekommen, wann sie was kaufen, aber noch einmal, ich würde vom privaten Verkauf abraten, eher sich über einen qualitativen Internetshop das bestellen, man kann sie dann beschweren, man kann die Geld zurückfordern oder egal, beim Privatkauf haben sie praktisch keine Rechten mehr. So viel für heute. Heute ist ein Donnerstag, wie ich weiß. Sonne ist rausgekommen. Ich hatte Kopfschmerzen. So ist vielleicht nicht das beste Video, das ich heute produziert habe. Aber Sie haben auch irgendwas vielleicht über Genetik jetzt besser verstanden, wie sie die Probleme vorbeugen können, indem sie schon im Voraus eine gesunde Pflanze
kaufen und nicht etwas, was, sagen wir, nicht zu hundertprozentig stimmt, und dann sagen sie die ganze Zeit, sind sie über sich selber enttäuscht, dass die Pflanze jetzt nicht so gedeiht, wie sie sich gedacht haben, aber es liegt vielleicht überhaupt nicht an ihnen, sondern praktisch an Genetik von dieser Pflanze. So, sie können auch nicht aus 1,60 Meter 2,60 Meter machen, verstehen Sie? So, schauen Sie sich immer vorher um, ob Sie bei meinem qualitativen Shop das bestellen können, wo Sie sich später auch beschweren können, weil da ist auch Transport inkludiert, das ist alles inkludiert. Wenn etwas in Transport beschädigt wird oder die Pflanze ist zum Beispiel, einmal habe ich eine fast gefrorene Pflanze bekommen, ja, da kann man sich, Mensch kann sich dann beschweren oder bekommt die Geld zurück oder Discount oder bekommt eine neue Pflanze, und so haben sie auf jeden Fall mehr Rechte. Vielleicht zahlen sie etwas mehr, aber auf jeden Fall, dann haben sie im Laufe der Zeit sehr wenig mit der Pflanze zu tun. Beispiel jetzt, seitdem sie so gedeiht, ich hatte mit ihr gar nichts. Ich kann sie total austrocknen lassen, bis zu nimmer mehr, 3 Wochen, und es wird alles in Ordnung. Wenn sie wirklich, wirklich so durstig ist, dann die Blätter, so rollen sie ein. Ja, und wenn sie mehr diese Lilane sehen als die Grüne, bedeutet, dass die Pflanze trocken ist. Ja, weil sie immer, wenn sie beispielsweise keine Wasser braucht, lässt die Blätter so offen. Ja, und später, wenn sie sehen, immer mehr, können Sie an Ihrer Pflanze diese lilane Farbe erkennen? Das bedeutet, es ist Zeit zu gießen. Naja, so viel für heute. Ich sage noch einmal, ich werde einen kleinen Bonus nachher laden. Dort würde es gehen um den austrocknen lassen, beziehungsweise wie lange kann eine Calathea ohne einen Tropf Wasser überleben bzw. weiterleben. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag, viele liebe Grüße aus Wien. Ich hoffe, Sie haben sehr viel Freude mit euren Pflanzen und Sie konnten auch heute etwas von meiner Erfahrung in Ihrem Leben oder beziehungsweise für Ihr Leben mitnehmen. Tschüss!